Nee, ich bin ein romantisches Phänomen. Ich wollte malen. Und das habe ich, es ist mir gelungen. Super. Ob ich es gut mache oder nicht, das weiß ich nicht, aber ich mache es. Das war eigentlich mein Traum, in Paris leben. Ich wollte mich nicht heiraten, das ist mir nicht gelungen. Ich wollte keine Kinder haben, das ist mir in Paris leben und malen. Also von 4 Sachen habe ich 3 gemacht. Das war ganz gut. Ich hatte ein Stipendium. Man musste sagen, wohin man gehen will. Da habe ich gesagt, entweder Paris oder, zu dieser Zeit war ich Kommunist. Ich habe gedacht, die Gerechtigkeit und die Freiheit der Völker kommt vom Osten. Das heißt, das andere war Moskau. Da hat man mich nach Rom geschickt. So ist es immer im Leben. Da stand ich in Rom, hatte überhaupt kein Interesse für die Malerei von der Renaissance. Ich hatte das Gefühl, ich sehe noch ein Giovanni Bellini mit dieser wunderschönen Madonna und dem Jesuskindlein. Ich werde verrückt. Ich wollte Picasso sehen und bin nach Frankreich angekommen mit dem Zug an die Gare de Lyon. Und das war eine zweite Geburt für mich. Ich weiß nicht, was mir besser gefallen hat. Louvre oder die Ambiance, die Leute. Notre-Dame de Paris, das hat mir sehr gut. Da fing die Geometrie an. Ich bin angekommen und in meinem Kopf war so eine Mischung von Picasso, Paul Klee, Mondrian, Notre-Dame de Paris. Ich wollte so etwas machen. Die Wende für mich war der Kubismus. Bis Kubismus war ich so ein wohlerzogenes, reiches Mädchen, die Porträts gemalt hat, schlechte Porträts von der Mutter oder Landschaft. Ich habe es ohne Leidenschaft gemacht. Ich habe es gemacht, weil in meinem Kopf war, du musst Malerin werden. Aber diese Dimension von Leidenschaft, die habe ich mit dem Kubismus erwischt. 1960 waren Sie Gründungsmitglied von Graf, ja. Club de Recherche d'Art Visuel. Ja. Warum haben Sie sich zu so einer Gruppe formiert? Was war die Idee dahinter? Was für mich und für uns, jetzt sprechen wir in Mehrzahl, sehr interessant war, das war das Wort Recherche, Forschung. Recherche, das kann man sich eigentlich vorstellen nur im Domain von der konkreten Kunst, weil sie haben Elemente, die sie kontrollieren. Ein Kreis ist ein Kreis, ein Karré ist ein Karré, ein Dreieck. Ne? Und man nimmt 3, 5, 15, 100. Man manipuliert etwas nicht Unbekanntes. Also was unbekannt bleibt und ist noch immer unbekannt, das warum sie nehmen 5x5 Quadrate, tun sie nebeneinander und das ist nichts. Sie arbeiten damit, sie schieben sie rechts, links, hin, her, aufeinander nehmen. Und plötzlich finden sie eine Situation, die etwas anderes ist, ganz anderes, als eine banale Juxtaposition von banalen Formen. Und das ist, was man Kunst nennt. Sie zitieren immer wieder gerne Paul Klee, der ja gesagt hat, Kunst ist ein Fehler des Systems. Ja, das ist ein schöner Satz. Ich habe so in strengen Systemen gearbeitet, schön regelmäßig kalkuliert, nachmachbar, Schritt für Schritt. Und dann hatte ich plötzlich, Gauguin hat einmal gesagt, ich übersetze schlecht, die Schönheit hat sich auf meine Knie gesetzt. Mhm. Und plötzlich war ich satt mit der Schönheit. Mhm. La beauté, c'est mission, mais je nous. Und plötzlich hatte ich mit dieser totalen Ordnung, es hat mich gelangweilt oder es hat mich oppressé. Oder ich kann es nicht sehr leicht erklären, warum. Und habe mir gesagt, es wird vielleicht interessanter sein, wenn ich eine kleine Unordnung hineintue, einen Fehler irgendwie, dass es irgendwie nicht fließt, sondern an einem Platz etwas passiert. Mhm. Und da habe ich den Titel, ein bisschen witzigen Titel gefunden, Un pourcent de désordre. Mhm. Das heißt, es ist ein Ordnungssystem mit einem kleinen Fehler, etwas. Mhm.
Ich glaube, was wir an der Stelle noch thematisieren müssen, ist jetzt natürlich auch der Computer. Wie kam es überhaupt dazu, dass Sie... Oh, ich habe darüber gehört. Ja. So etwas existiert überhaupt nicht in der Kunst. Ich weiß nicht, das weiß man nicht, wie man etwas erwischt. Es kommt so. Und dann hat mir jemand darüber gesprochen und dann habe ich etwas darüber gelesen und dann kam mir dieser verrückte Gedanke, könnte man das nicht in Kunst benutzen. Und wo ich angefangen habe, das ist sehr wichtig, es gab noch keinen Bildschirm mit dem Computer. Es war eine große Maschine, aber blind. Man wusste nicht, was man macht. Und das ist sehr frustrierend für bildende Kunst, Kunst machen, die man nicht sieht, was ist denn das? Und eines Tages, das war wieder so wie nach Paris ankommen, das Wunder, sah ich einen Bildschirm. Ich habe nicht gleich kapiert, was das ist, aber ein Bildschirm, das fängt an mit dem Wort Bild, haben wir gesagt, das ist mein Domain. Und das hat meine ganze Aktivität geändert, weil es war ein Dialog. Man dachte etwas und er hat geantwortet oder hat gelacht. Es kam eine ganz blöde Sache, ein Komma war schlecht getan oder am schlechten Ort. Aber das hat das ganze Zeug geändert, dass man gleich sehen konnte, jeden Gedanken, das hat akzeleriert, das hat beschleunigt den Prozess, weil jeder Gedanke konnte gleich visualisiert werden. Mit Hand muss man Wochen und Wochen arbeiten, bis man es irgendwie sieht. Also das war wunderbar. Aber Sie haben trotzdem immer noch gezeichnet mit ewig, der Hand? Ewig, ewig, ewig. Ich lebe mit einem Mini-Atelier in meiner Handtasche, mit Bleistiften und Heftchen. Und in jedem Kaffeehaus, in jedem Zug, in jedem arbeite ich. Das ist beinahe der beste Arbeitsplatz, weil nichts stört sie. Und ich habe auch sehr gerne, das ist eine Erinnerung von meiner Kindheit, mein Vater hatte nichts mit Kunst zu tun, aber es war ein lieber Mann. Und er hat gelernt, mir Fußballspieler auf die Zeitung zeichnen. Ich weiß nicht, warum Fußballspieler und warum auf den Rand der Zeichnung, aber so war es. Und das hat mir sehr gut gefallen. Ich war ein ganz kleines Kind. Der Bleistift ging immer weiter und es blieb hinter dem Bleistift eine Spur. Das war für mich so ein künstlerisches Event, wie das erste Mal das Porträt von Balthasar Castiglione von Raphael im Louvre sehen. Etwas machen mit einer einzigen Linie. Sie tun ihren Bleistift auf das Papier. Ja. Und ist nicht auch das magische Quadrat von Dürer? Wo Sie ja, das war auch so, eine Linie. Es war einerseits auch so eine Linie. Ich suchte nach Regel. Versteckte Regel oder wissenschaftliche Regel oder beinahe philosophische nicht, aber mathematisch-geometrische Regel. Und da sah ich diesen Kupferstich vom Dürer, Melancholie. Und da habe ich zuerst ganz einfach diese 16 Punkte zusammengebunden, von 1 bis 16. Es gab eine wunderschöne Zeichnung, wunderschön. Oh, da habe ich den Fuß vom lieben Gott erwischt, wunderbar. Ich habe es eingerahmt, das habe ich selten getan. Und dann habe ich es vergessen. Und dann später habe ich nicht mehr gedacht, es gibt ein einziges Geheimnis, ein einziges Kunstwerk, sondern es gibt so Situationen, wo man mehrere Sachen, mehrere Varianten oder mehrere Antworten geben kann. Da habe ich versucht, simultan oder nacheinander, ich erinnere mich nicht, wie der Gedanke mir gekommen ist, behalten das magische Quadrat vom Dürer, die 4x4, 6 Punkte, wo sie sind, aber ein bisschen verschieben, un pourcent de désordre. Dann hatte ich den Gedanken, nicht mehr nachfolgen von 1 bis 16 die Ordnung, die beim magischen Quadrat, sondern mit Zufall die 16 Punkte verbinden. Das heißt, man kann von 1 zu 7, 8, 2, 15, 16. Haben Sie denn so in der Umgebung der konkreten Künstler, die auch mit Zufall gearbeitet haben? Oh ja,
sehr viele. Dieser Gedanke kommt sehr schnell. Man versucht immer loswerden von der Kunstgeschichte, nicht wiederholen, was man schon ewig gesehen hat oder gelernt hat, loswerden von der Kultur, etwas Neues machen. Aber das kann man nicht, weil man kommt immer zurück zu den Gedanken, was man in Museen gesehen hat oder an der Kunsthochschule gelernt hat oder bei den Kollegen. Und loswerden von diesem Ready-Made kulturell, von diesen Kultur-Ready-Mades, ist der Zufall eine sehr gute Methode, weil er bringt Zusammenhänge, an die sie nicht gedacht haben, aber sie sollten daran gedacht haben, weil es ist implizit im System, aber sie haben eben nicht daran gedacht. Einfach gesagt, was mich wirklich interessiert, das ist Ordnung, Zusammentun mit Unordnung, dass sie sich gegenseitig helfen und gegenseitig präsent sind. Die Frage ist, was das Wichtigere sein soll, ob man 1% Desordre, Unordnung machen soll oder ob man 1% Ordnung machen soll. Nee, die Fragen darf man sich immer stellen. Das stimmt. Und das macht eine wunderbare Reise zwischen Totalordnung und Totalunordnung. Und heute habe ich das Gefühl, beide Domänen sind interessant, nur nicht die Hälfte und Hälfte. Vielleicht können Sie noch kurz sagen, was ist das Neunaht-Programm? Oh, das war am Anfang, als ich Fortran gelernt habe. Ich habe gedacht, ich werde mein ganzes Leben lang mit Quadrate arbeiten und habe mir ausgefunden, ein sehr einfaches, primitives Programm, was man alles mit diesen Quadraten machen kann. X, Y rechts und links schieben, dass sie sich anrühren, dass sie sich nicht anrühren, dass sie sich ein bisschen teilweise überdecken, dass man sie ein wenig kippen kann, dass man sie wild kippen kann. Das hat gut gefallen den Leuten, Molnart. Aber das ist wirklich primitiv. Für einen Wissenschaftler von Cybernetik ist es total lächerlich. Gibt ein Aspekt noch vielleicht von meiner Arbeit, die mich wirklich noch heute fasziniert und die mich immer fasziniert hat, das sind die Zwischenräume. Zwischenraum, die Formen, das ist etwas wahnsinnig Interessantes, die Linien und von den Linien zu den Formen und dann von den Formen zu den Zwischenräumen. Es gibt ein schönes Gedicht von Christian Morgenstern, Lattenzaun mit Zwischenraum hindurchzuschauen. Und das kommt auch von einer Erinnerung von meiner kleinen Kindheit. Ich ging jeden Morgen mit meinem Fräulein durch die Donau von Pest nach Buda auf der Margaretenbrücke und da der Fußgänger, Bürgersteig oder das waren Bretter, Holzbretter nebeneinander und zwischen den Holzbrettern konnte man in der Tiefe die Donau sehen. Die schöne blaue Donau. Ein Zwischenraum. Das hat mich fasziniert.